Jetzt kommen wir zur Möglichkeit der Texteingabe. Wir haben hier den Button Text hinzufügen und wenn ich einmal mit der linken Taste da drauf klicke und dann irgendwo auf die Leinwand klicke, dann kann ich den Text hier eingeben und der Leinwand hinzufügen. Wenn ich jetzt hier etwas hineinschreibe, dann sehen Sie, dass wir hier diese schöne oder diese Schriftart haben. Wie schon in der Desktop-Version lässt sich die Schriftart nicht ändern, aber wir haben die Möglichkeit, die Farbe zu ändern. Wenn ich jetzt hier einmal das Wort Text markiere und dann hier auf den Farbwähler gehe, dann sehen Sie, dass die Markierung hier wieder aufgehoben ist. Und wenn ich jetzt die Farbe ändere, dann wird der gesamte Text geändert. Es ist also auch hier in der Online-Version nicht möglich, aus einem Text nur einzelne Bereiche zu ändern. Selbst wenn ich jetzt einmal hier die Taste Enter drücke und hier zweite Zeile schreibe und jetzt auf die zweite Zeile gehe und dann auf grün ändere, dann ändere ich den Inhalt des gesamten Textfeldes. Also da hat sich jetzt gegenüber der Vorgängerversion nichts geändert. Es bleibt so, dass die Schriftart unveränderbar ist und die Farbe sich immer auf das gesamte Textfeld auswirkt. Dann haben wir hier die Möglichkeit, wie gehabt, dass wir kopieren, Steuerung C. Wir haben die Möglichkeit zu löschen. Wir haben die Möglichkeit, den Alternativtext einzugeben und unter mehr haben wir die Möglichkeiten, in den Hintergrund und in den Vordergrund zu verschieben. Wenn ich jetzt diesen Text verschiebe, kann ich ihn auch hier oben in dieses Raster hineinschieben und auch dann vergrößern oder verkleinern. So. Dadurch, dass ich die Größe nicht ändern kann, ist es natürlich jetzt hier etwas klein, wenn ich das auf die Größe dieser Notiz anpasse, so wie sie hier ist. Da ist man dann also auch ein bisschen eingeschränkt, wenn man Textfelder mit in die Notizen hineinnimmt. Etwas besser oder lesbarer mag das sein, wenn man auf einen hellen Hintergrund geht, so wie hier jetzt dieses Gelb, und dann eine andere Farbe nimmt, wie zum Beispiel jetzt dieses Schwarz, dann hat man da noch eine weitere Möglichkeit. Wenn man mit Notizen arbeitet, die an sich schon größer sind, ich füge hier nochmal eine Notiz ein, so, ich vergrößere jetzt diese Einzelnotiz und ich nehme jetzt das Textfeld, das wir eben verschoben haben. Schiebe das hier herein, mache das hier entsprechend jetzt einmal größer. Wir sehen natürlich nichts, das ist klar, weil der Text jetzt hinter der später eingefügten Notiz liegt, aber das ist ja nicht schlimm. Wir haben ja jetzt hier die Möglichkeit, in den Vordergrund zu klicken. Dann passt das natürlich wesentlich besser und wir haben dann die Möglichkeit, den Text auch anzupassen. Aber wie wir ja auch hier sehen, diese Notiz ist jetzt bestimmt 6-mal so groß wie diese Notizen hier in dem Raster. Aber es ist natürlich auch möglich, gehen wir noch einmal darauf zurück, auf das Raster. Ich nehme mal dieses grüne Raster, das wir hier haben. Und ich kann natürlich auch ein ganzes Raster vergrößern und dann den Text da hineinschieben, sodass ich ihn in einer größeren Schriftgröße zur Verfügung habe. Also mit etwas Kreativität kann man diese Einschränkungen dann schon überwinden. Ansonsten gibt es zum Textfeld nicht viel zu sagen. Wir können es jederzeit bearbeiten. Und was vielleicht noch interessant ist, all das, was wir bisher hier gemacht haben,
diese Raster, die sind auch abwärtskompatibel zu der Desktop-Version. Deswegen wechseln wir einmal ganz kurz da hinein. Und Sie sehen, wir haben hier unsere Texte, wir haben hier unsere beiden Raster und ja, hier steht jetzt Objekt nur, da kann jetzt dieses ältere System nichts mit anfangen, aber wenn wir hier reingucken, da ist auch nichts, also da ist dann eine gewisse Abwärtskompatibilität nicht gegeben. Hier steht nirgendwo Objekt, während hier Objekt drin steht und wir können das hier auch nicht verändern. Wir können da nicht hineingehen, doch können wir wohl. So, das ist also das, was wir hier als hier eingeben haben. Wenn wir das in der neuen Version machen, haben wir das im Desktop als Objekt, können das aber ansprechen und können dann auch den Text eingeben. Und wenn ich hier jetzt Text schreibe, dann sehen Sie auch einmal den Unterschied zwischen der Schriftart in der neuen Version, die die alte Version aber anzeigen kann, und dem Standard aus der alten Version. Ja, mehr gibt es beim besten Willen zum Text nicht zu sagen und damit kann ich diese Lektion auch beenden.